Ja, Schirm wäre schön. Passt vielleicht jetzt ganz gut. Also für alle, die es nicht wissen, das Lied ging über eine Frau, über Rosemarie F., die zwei ärztliche Gutachten hatte, dass sie nicht ausziehen kann. Und die zwei Tage nach der realen Räumung verstorben ist in einem obdachlosen Unterkunft. Ja. Deshalb sind so viele Leute der Meinung, so eine Zwangsräumung darf sich nicht wiederholen. Wir haben eine ganz große Liste von Leuten, die eine SMS kriegen wollen, wenn es ernst wird. Wir wollen heute hier die besuchen, die glauben, in ihrem Reichtum für sich sein zu dürfen und in der Zeit viele, viele Leute aus ihren Wohnungen schmeißen, Profite machen mit Lebensbedürfnissen, die uns alle zustehen, wie das Recht auf Wohnen. Und jetzt gibt es einen Redebeitrag zu dem Bündnis und wer wir sind.